Kann ich es heute schaffen, vor der gruseligen Skibidi-Toilette zu entkommen? Guck das Video bis zum Ende, um das nicht zu verpassen. Boah, also ich muss schon sagen, dieser Burger, den ich hier gerade gegessen habe, der war ziemlich, ziemlich lecker. Also ich kann diesen Laden auf jeden Fall nur empfehlen. Und jetzt, Leute, geht's in die Mall. Denn ich habe gehört, hier kann man ein Gewinnspiel machen. Und ich bin gespannt, ob ich da gewinnen werde. Leute, deswegen lasst ein Like oder ein Abo da. Dann werde ich wahrscheinlich gewinnen. Mal gucken, wo das Ganze ist. Und ich bin auch gespannt. Diese Mall ist nämlich neu. Und es geht um diesen Lamborghini da. Und den pinken Lamborghini, den kann man gewinnen. Und ja, den möchte ich auch einfach haben. Guckt euch generell mal an, wie cool diese Mall einfach aussieht. Ne? Die hat in meiner Stadt gerade neu aufgemacht und ich bin sehr gespannt, was für coole Läden es gibt. Ist das hier so ein Game Store? Kann man hier so Blaster kaufen? Ey, sieht mega, mega cool aus. Ey, Leute, wie krass. Okay, ich will aber jetzt diesen Lamborghini gewinnen. Hi, was geht ab? Ich würde gerne den Lamborghini gewinnen. Ich habe gesehen im Internet, man kann hier einen Preis ausschreiben oder sowas mitmachen. Was genau muss ich dafür tun? Moin, moin. Wenn du daran teilnehmen willst, müssen alle Leute ein Like auf diesem Video dalassen. Ey, Leute, wenn ihr jetzt wirklich noch nicht gemacht habt, lasst bitte ein Like da, bitte. Ich möchte hier unbedingt gewinnen. Okay, okay, haben alle Leute gemacht jetzt, ja? Okay, alles klar, super. Dann gut zu wissen. Als nächstes musst du die Skibidi-Toilette überleben. Ich muss die Skibidi-Toilette überleben? Okay, und wie lange muss ich die überleben? Also, ich meine, ich kenne die ja. Man kennt die ja von TikTok oder so, Leute, die Skibidi-Toilette, diese Gruseltoilette, die einen auffressen will. Und auch in Roblox habe ich das schon ein paar Mal gespielt. Aber wo ist die und wie lange muss ich die überleben? Du glaubst doch wirklich, dass du die überleben kannst, hä? Nein, 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 so leicht ist es nicht. Okay, wenn du das sagst, ja, dann, ja, okay, wo finde ich die Skibidi-Toilette? Ich werde die auf jeden Fall easy überleben. Der Lambo, der gehört mir. Ich sag jetzt schon mal, Leute, ich bin wirklich fest überzeugt davon. Ich bin von mir selber fest überzeugt, dass ich diesen Lamborghini gewinnen werde heute. Okay, aber ich bin mal gespannt. Dann komm mal raus hier, Skibidi-Dibidi. Okay, warte mal, die ist hier safe irgendwo. Warte mal, es gibt doch locker hier ein Badezimmer oder so ein Kloraum mitten in dieser Mall. Safe. Und locker, wenn ich da zu dieser Toilette gehe oder so, dass sie dann spawnt. Das könnte schon sein. Oh mein Gott, dieser geheime Raum hier, Leute. Mach mal auf. Ah, ist das Klo? Okay, dann warte, ist nur ein Durchgang. Hier? Das ist eine Küche, ach, so ein Pausenraum. Dann muss ich auch gleich das, oh mein Gott, dieses Büro von dem Chef einfach von der Mall, ne? Okay, das ist schon mal sehr, sehr krass. Aber das ist nicht das, was ich gesucht habe. Ich suche nämlich den Toilettenraum. Da drüben. Da hast du eine Toilette drauf gemalt. Oh Gott, mach auf. Da ist sie. Oh Gott, und da unten ist ein roter Knopf. Okay, warte mal, ich drück mal drauf. So, easy. Alles klar, draufgehauen. Ich höre ja auch schon komische Geräusche oder so. Oder haben wir es eingebildet? Was ich mir jetzt eingebildet habe. Leute, ich glaube, die Skibidi-Toilette ist jetzt aber gespawnt. Okay, ich muss rumgucken. Ich springe lieber mal hier rüber. Ich habe mich jetzt ein bisschen Angst. Ich muss einfach nur gegen die überleben. Da unten geht es schon so Sachen kaputt. Okay, warte mal. Hier rüber springen, hier rüber springen. Ist sie da? Da unten, guck mal. Habt ihr sie gesehen? Da ist sie, die Skibidi-Toilette. Sie guckt sogar nach oben. Oh mein Gott, die macht die ganze Mall kaputt. Leute, was geht bei der ab? Leute, ich versuche die ganze Zeit alles aufzuräumen. Ey, guckt euch das mal an. Die Mall ist einfach komplett Schrott. Die ist gefühlt seit ein paar Tagen erst auf und die Skibidi-Toilette macht hier alles kaputt. Und selbst diesen Typen, der hier das Gewinnspiel gemacht hat, der ist irgendwie auch komplett weggesteuert worden. Ich muss jetzt versuchen. Da unten ist sie, da unten ist sie, da unten ist sie. Oh mein Gott, ich muss jetzt versuchen, so schnell ich kann zu diesem Lamborghini dazu kommen, bevor die Skibidi-Toilette mich erwischt. Jetzt schnell, jetzt schnell. Oh Gott, Leute, was ist hier auf einmal hinter mir? Was soll das? Hau ab, du Skibidi. Wow, die Skibidi-Toilette hat mich weggehauen. Nein, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. In das Auto. Ist sie hinter mir her? Wo ist sie, wo ist sie? Da kommt sie, Leute, oh mein Gott, ich muss schnell wegfahren. Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Da kommt sie, da kommt sie, da kommt sie. Oh mein Gott, sie haut einfach mal die Autos in die Mall einfach rein, ne? Guck dir das mal an, Alter. Skibidi-Toilette, hau mal bloß ganz schnell ab vor mir. Nein, da kommt sie, weg, 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 weg. Oh mein Gott, Leute, die ist einfach genau hinter mir. Ich habe echt Angst vor der. Nein, hier ist die Wand zu Ende. Oh mein Gott. Junge. Okay, was anderes. Ich muss alles machen, Leute. Da spielt sogar einfach eine Band. Okay, das ist krass. Ich werde, glaube ich, jetzt in diesen Bus einsteigen, in den Taco-Baco-Bus. Und dann werde ich ganz schnell abhauen vor der. Kommt die da hinten irgendwo? Ich habe Angst, dass sie sich irgendwo gerade durchgräbt, ne? Ich habe Angst, dass sie einfach aus dem Nichts hier gerade auftaucht. So, rein in den Taco-Baco-Bus und jetzt erstmal ganz schnell weg. Ich muss nämlich ins Lager und mir meine Kanone holen, denn diese Skibidi-Toilette, die werde ich mal ganz kurz komplett besiegen. Und ich bin zu Hause, Leute. Ich muss unterwegs mein Auto auf jeden Fall nochmal wechseln. Ich bin zu Hause. Guckt euch mein neues Haus an. Sieht das nicht krass aus? Ich hoffe nicht, dass die Skibidi-Toilette mich jetzt bis hierhin verfolgt hat, ne? Aber mein Nashorn da hinten, mein Heckennashorn und mein Heckenlöwe, die werden auf jeden Fall mal auf ganz entspannt alles abhalten, hoffe ich mal. Ich gucke jetzt mal. Ich habe jetzt hier nämlich irgendwo ganz viele verschiedene Kanonen, wie unter anderem das hier. So, das ist aber das Falsche. So, was haben wir noch? Okay, hier. Einfach so ein Laubgebläse. Ich habe aber noch mehr. Ich brauche noch krassere Kanonen. Hier, wisst ihr, was das hier kann? Ihr seht... Alter, ich hatte gerade... Da ist schon die Skibidi-Toilette. Ihr seht ja, das ist Gold. Jetzt mache ich so. Guck mal, und jetzt habe ich einfach alles, was ich anfasse, zack, wird einfach zu Gold. Ne, ich meine, guckt euch an, wie krass das einfach aussieht. Hier, die Schlange. Soll ich mal zeigen, wie ich das zu einer goldenen Schlange mache? Zack. Und die Schlange ist Gold, Leute. Hier, oh mein Gott, die ganze Wand auf einmal gerade Gold gemacht, Alter. Glaubt ihr, ich kann die Skibidi-Toilette damit Gold machen?
Das ist ja krass. Okay, ich habe immer noch mehr Kanonen. Ich habe ein bisschen Angst, dass hier jetzt jede Sekunde kommt, ne? Mal ein bisschen rausgucken. Kommt die da? Nö, ich sehe da auf jeden Fall nichts, ne? Hier erstmal im Büro. Okay, ganz entspannt. Läuft die da irgendwo? Nö. Dann ist ja alles gut. Ich habe auf jeden Fall jetzt noch ein paar mehr Kanonen am Start. Und zwar unter anderem einfach noch hier. Einfach so ein Enterhaken, ne? Damit kann ich mich mal ganz entspannt nach oben ziehen und sowas, wenn ich mal Lust drauf habe. Okay, hier die Tür. Was ist denn das für eine Kanone? Wieso ist das ein Oh mein Gott, was ist das für ein Flammenwerfer, Alter? Damit kann ich ja... Jetzt habe ich mein Haus angezündet. Oh Gott, das sollte ich mal lieber schnell löschen. Ich habe Angst, dass die Skibidi-Toilette hier gleich jede Sekunde auftaucht, ne? Ich habe hier irgendwo einen Feuerlöscher und zwar... Hä? Mein Gott! Was war denn das gerade? Was passiert hier gerade, Alter? Ich habe einen FPS. Wieso ist gerade die goldene Wand einfach weggezogen worden? Und wieso brennt es hier auf einmal, Leute? Nein! Skibidi-Dibidi! Ich glaube nicht, die Skibidi-Toilette ist am Start. Feuer! Auf die Skibidi-Toilette, schnell! Nochmal! Boom! Oh Gott, Leute, ich habe Angst. Ich muss weg. Und mein Haus brennt einfach ab. Ich kann es nicht glauben, Leute. Was soll ich denn machen? Ich mache dir mein ganzes Haus kaputt. Okay, ich muss schnell abhauen und das Feuer erstmal löschen. Ich bin jetzt hier erstmal in mein anderes Büro geflüchtet, nämlich hier mein Main Office. Und guck mal, was haben wir da? Dann auch so einen coolen Sticker oder sowas. Sehr, sehr krass. Ich gehe mal schnell hier rein. Ja, die Schüssel habe ich gerade nicht dabei. Ist die Skibidi-Toilette da jetzt noch irgendwo? Feuer habe ich gelöscht. Haus ist wieder einigermaßen anscheinend repariert. Hat die Skibidi-Toilette sich jetzt entschuldigt bei mir dafür oder was? Ich habe ein bisschen Angst, dass sie jetzt jede Sekunde auftaucht. Ich werde mal ganz kurz mit einer Drohne hochfliegen. Ich habe nämlich so eine ferngesteuerte Drohne hier am Start. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich damit hochfliegen kann und ob ich die Skibidi-Toilette vor allem von oben sehen werde. So, zack. Gucken wir mal. Skibidi-Dibidi. Wo ist sie, hä? Ist sie hier irgendwo? Nee. Hä, was? Da ist sie! Oh mein Gott, jetzt drauf schießen, schnell! Die Drohne kann nämlich einfach rausschießen, weil die so teuer war. Guck mal, die will abbauen, die Skibidi-Toilette haut ab! Ich glaub's nicht! Mal ganz schnell stehen geblieben, Kollege! Aber die überlebt ja alles. Oh mein Gott, die lässt sogar die ganzen Bäume einfach umfallen. Guck mal, wie die mich einfach anguckt. Nein, die kommt. Die kommt. Okay, ich muss... Nein, die kommt. Die kommt zu mir geflogen. Die weiß genau, wo ich bin, Leute. Schnell wieder was anderes nehmen. Okay, alles gut, alles gut. Hat sie jetzt gecheckt, wo ich bin? Da ist sie! Da drüben gehen Sachen kaputt. Pool? Nein, ich muss ein Auto. Ey, jetzt hat die mich sogar zu Hause gefunden, aber ich habe Waffen. Ich muss die jetzt aufhalten, die Skibidi-Toilette. Komm doch her, du Skibidi-Toilette. Ich zünde dich einfach mal die Hacke an. Bringt das was? Nö, bringt nichts. Dann baue ich irgendwo einfach mal ein Brett hin. Vielleicht verstärke ich jetzt einfach mal diesen LKW hier. So. Ein bisschen verstärken, kein Problem. Dann kommt hier auch keine Skibidi-Toilette auf mich rein. Wieso? Geht dann meine Villa kaputt? Meine Villa, die war noch gar nicht so... Und da ist die Skibidi-Toilette, die wie sie einfach auftaucht. Leute, guck mal, sie macht mit Absicht einfach gerade mein Haus kaputt. Und sie lacht sogar wahrscheinlich dabei, ne? Alter, ich kann die einfach nicht ab, Leute. Ich kann die nicht ab. Okay, komm. Ich muss irgendwas finden, wie ich die... Oh nein. Sie hat mich gesehen, sie hat mich gesehen. Skibidi-Dibidi, oh Gott, hau bloß ab. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Oh mein Gott, das war der auf jeden Fall schon mal der LKW. Ey, ist so krass, wie weit die einfach einen weghauen kann, ne? Aber ich lasse mich davon nicht aufhalten. Ich fahre das Ding trotzdem noch. Mach mal ganz schnell ab, bitte, liebes Skibidi-Toilette. So, schnell hoch hier. Und jetzt raus aus der Einfahrt. Ich habe eine Idee. Ich hab eine krasse Idee. Warte mal, ich habe, glaube ich, Nitroglycerin irgendwo. So. Ja, hier. Und davon verziehe ich jetzt ganz, ganz viel. Oh mein Gott, wenn die Skibidi-Toilette da reinläuft, dann müsste sie explodieren. Das überlebt die niemals. So viel Nitroglycerin, wie ich hier gerade platziere. So viel Sprengstoff. Oh Gott, komm hier drüben nochmal. So, zack. Hier auch nochmal. So, wenn die das berührt, Leute, dann explodiert es einfach, ne? Okay, wo ist sie? Wo ist sie? Ich muss jetzt irgendwie noch hier ranlocken an die Falle. Und dann muss sie vor allem noch darüber laufen, ohne dass ich selber explodiere. Oh Gott, ich glaube, die kommt jetzt gleich. Hier nochmal so ein bisschen. Okay, Alter, guck dir dieses Nitroglycerin mehr an. Jetzt muss ich die nur noch hierher locken. Okay. Skibidi Wibidi. Ich glaube, die ist hier irgendwo. Ich glaube, die ist ganz close irgendwo. Ich sag euch, die ist locker hier vorne irgendwo, oder nicht? Hier im Garten noch versteckt, im Pool. Alter, ist das Thaddeus Tentakel? Sieht ein bisschen so aus. Wo ist die? Hä? Ist sie jetzt komplett durchgezogen oder was? Soll ich nochmal mit der Drohne hochfliegen und nochmal gucken? So, warte mal, ich hab hier da irgendwo. So, und Drohne starten. So. Wo ist sie? Wo ist die Skibidi-Toilette, hä? Oh mein Gott. Ich dachte, die wäre unten auf meinem Racetrack. Die ist unten auf meinem Racetrack! Skibidi Wibidi! Oh mein Gott, Leute, da ist sie einfach am Start. Und die kommt jetzt einfach gelaufen. Okay, das ist unser Moment, das ist unser Moment. Okay, Falle, Leute, ihr wisst, was abgeht. Okay, wo ist sie, wo ist sie? Ist sie hochgekommen, ist sie schon hochgekommen? Ich kletter mal hier hoch. Skibidi Wibidi. Ich glaube, die kommt da nicht hoch, oder? Ich glaube nicht. Hä? Oh mein Gott, wie schlecht ist die? Ich glaube, die läuft hier gegen die Wand irgendwo, oder? Da ist sie! Boom! Oh mein Gott, Leute, schnell hochfliegen!
Gut, dass ich was zu fliegen habe. Alter, die haut ja mal ganz kurz den LKW weg. Nein! Oh mein Gott, Leute! Nein, sie hat mich erwischt! Oh, wo bin ich denn jetzt hier gerade aufgewacht, Leute? Oh nee, ne? Ich bin festgebunden mitten in meiner Garage und die Skibbity-Toilette hat mich einfach eingefangen. Okay, warte mal, aber gut, die weiß wahrscheinlich nicht, dass ich hier so solche Tools habe. So, ich muss mal ganz kurz hier die ganzen Seile wegbrennen. So, und jetzt bin ich auch schon befreit, oder was? Oh mein Gott, okay, das ist mein Poster, das brennt. Da hat sie mich einfach reingebracht, Leute. Wie krass. Okay, ich muss jetzt hier am besten raus. Ich werde mir mal ganz kurz einen kleinen Durchgang machen. So, kein Problem. Ja, das Holztor, das brennt jetzt etwas. Aber das muss ich hier kaufen, damit die Skibbity-Toilette nicht hinterherkommt. Ich glaube, der hat noch nicht gecheckt, dass ich gerade abgehauen bin, ne? Alles ganz entspannt. Nein, sie hat es gecheckt, Leute. Sie kommt. Okay, da ist sie nicht so gesehen. Schnell. Da kommt sie. Nein, schnell hier rüberlocken. Und draufschießen, bitte. Ich muss mich selbst opfern. Wow. Und die Skibbity überlebt das einfach. Was? Ey, bitte, Skibbity, ich hab dir doch gar nichts getan. Hau doch einfach ab. Nicht weiter als so. Oh mein Gott. Oh mein Gott, bitte. Ey, was soll ich denn noch gegen die tun, Leute? Hier, die, guck mal, die Bretter, die ich hier mache, die hauen direkt ab. Ich kann nur Kabel machen. Kabel festbinden. Festbinden das Ding auf dem Boden. Wow, wo hat die mich denn jetzt hingeschleudert? Was macht sie da vorne mit dem LKW? Ja, alles klar. Ich glaube, da geht's gar nicht gut. Da ist sie. Jetzt. Mann gegen Mann, Skibbity. Oh mein Gott, die haut ja einfach mal ganz kurz das ganze Ding weg. Mann gegen Mann, Skibbity. Boom, 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 boom. Wieso macht das keinen Schaden, Leute? Kann mir das einer von euch bitte in die Kommentare schreiben, wieso ich hier keinen Schaden mache? Skibbity. Oh Gott. Schnell weiter. Nein, du haust ab, liebe Skibbity. So, oh Gott. Was ist, kann ich hier mit machen? Oh mein Gott, ich kann eine Mongas-Figur schießen. Das bringt gar nichts. Hier, Rohrbomben. Nicht schnell genug. Oh mein Gott, die schießt meine Roboter weg, Leute. Was soll ich denn noch gegen die Skibbity machen, sag mal. Ich habe doch gefühlt gar keine Chance, gegen die anzukommen. Hau jetzt ab hier, bitte. Jetzt schnell in den Kran. In den Kran und weg. Ich brauche einen Helikopter. Das ist die Möglichkeit, die Luft. Oh mein Gott, okay, sie hat mich weggehauen. Aber warte mal. Oh, aussteigen. Wow, oh mein Gott. Okay, der Kran, ja, was soll ich das noch sagen? Der ist auf jeden Fall weg. Jetzt habe ich aber kurz Zeit. Ich kann mal ganz kurz meinen Onkel Jenkins anrufen. Der hat nämlich, glaube ich, einen Helikopter noch parat, oder? Leute, guckt euch das an, wie krass der einfach aussieht, ne? Und ich steig ein und... Nein, ich habe keine... Oh Gott. Ich habe keine Permission, den zu fliegen, weil ich keinen Pilotenschein habe. Mann, Leute, was soll ich nur gegen dieses Skibbity-Toilette machen? Schreibt es bitte in die Kommentare. Ich lock die jetzt zum Heli. Ich lock die Skibbity-Toilette jetzt einfach zum Heli, Leute. Hier, da oben hin. Komm doch, du blödes Skibbity. Ich hasse dich. Oh mein Gott, wie sie einfach die Among Us-Figur da kaputt macht, ne? Komm doch hierher, du Skibbity. Hier kommt die nicht durch. Hier kommt die niemals durch diese Mauer. Komm doch! Ich wusste es! Oh, ich wusste es doch nicht! Nein, sie hat mich geholt! Leute, die Skibbity-Toilette hat mich geholt. Das war das Video für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne mal ein Like und auch ein Abo da, wenn ihr mehr solche Tier-Videos sehen wollt, wo ich irgendwelche krassen Monster rein spawne oder gegen die kämpfe oder was auch immer. Wie gesagt, lasst gerne ein Ja oder ein Nein da in den Kommentaren. Bzw. ein Like oder ein Abo. Tut mir den Wald, ernst und nehmt mal wieder aus. Checkt sie gerne ab. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und ciao, ciao!